was haben wir denn hier noch? Der, Lucian First Item Infinity Edge kann man machen. Ich persönlich spiele Lucian ja vollkommen anders, deswegen kann ich da jetzt nicht widersprechen. Ich spiele Lucian nicht mit der Meta, ich spiele, Guter Crap. Hat ihm aber nicht gebracht, da hat er nice gedodged. Ist aber noch gestorben. Nee, nee, ist nicht gestorben. Doch, ist gestorben, doch, ist gestorben. Okay. Ja, also Lucian ist so ganz okay. Ich wäre jetzt, wenn ich nicht mit der Meta gespielt hätte, bei Lucian First Time, entweder Blade of the Ruined King oder wie nennt es sich doch gleich? Wie nennt es sich doch gleich? Blade of the Ruined King. Blutdürste gegangen, das wäre meine First Item bei Lucian gewesen. Hier bin ich leider gerade gestorben gegen den Jax. Ne, gegen Jax habe ich überlebt, gegen Dings habe ich gestorben. Ja, hier siehst du Simon, ja. Hier ist der Stachel und damit kann man dann das nächste Item machen. Damit hätte ich auch Teemo zuerst gespielt. Mein Item-Bild, ganz, finde ich jetzt, ein bisschen nach der koreanischen Methode angepasst. Attack Speed und AP. Kann ich jetzt nicht dazu sagen, also ich persönlich finde es so gut. Elise sieht man hier das AP-Item. Zauber, Durchdringungsschuhe. Teemo wird hier rausgecrappt und nice. Leider stirbt er dann hier. Lol, 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 lol. Nein, was für ein Luck. Dann kommt der einfach mal so mit. Wer weiß, 5 für AP oder so. Ja, soweit alles okay auf unserer Seite. Was ist auf der Gegnerseite? Wukong mit dem Fürst-Item bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Also, ich hätte Fürst-Item auf jeden Fall nicht die Flasche genommen, sondern eine Doran's Blade. Oder je nachdem, wenn er Tank bauen möchte, ein Schild. Aber das Item, naja. Ja, ich habe mich geopfert für die Wiese, das hat mir im Endeffekt nichts gebracht, aber naja. Ja, schauen wir uns mal die Syntra, die Lissandra an. Für die ist alles okay. Und hier, das ist so ein geiler Dodge. Bam, 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 bam. Da kommt der Rest hinterher. Bam, bam. So gut gemacht. Stirbt dann hier leider, aber Teemo hat noch einen Kill gekriegt. Und da kriegt Velkos noch einen Kill. Und damit fast angehittet. Teemo rennt rein. Und stirbt. Super gemacht, 3 für 1. Ja, Lysandra, nee, Syntra geht hier ein bisschen mehr AP-lastig, ganz okay. Was haben wir hier noch? Der Twisted Fate bin ich nicht einverstanden mit, aus dem einfachen Grunde. Wenn er runter auf die Botlane geht, um ADC zu spielen, dann muss er auch ADC spielen. Dann wird er auf der Botlane schwer was machen können, da AP erst im Endgame gut ist und der ADC im Early Game schon rockt und das... Wenn man das kann, dann okay, aber anscheinend konnte er es überhaupt nicht. Was ihm dann im Endeffekt das Genick gebrochen hat. Obwohl, so schlecht fand ich ihn gar nicht, aber in der Komposition mit dem Team war es dann nicht so dolle. Ich hätte lieber Ali gespielt, aber muss er wissen, ich möchte ihm jetzt nicht verbieten. Würde ich eh nicht machen, aber ja, ihr wisst schon. So, der Stirbbuchung dann letztendlich. Blitzcrank, wie gesagt, am Anfang unbedingt ein AP-Item, ein Geld-Item holen und ich würde mir auch nicht Mana Mune holen, sondern ich würde mir Mana Mura holen, weil Mana Mune ist ein AD-Item. Was willst du mit einem AD-Item? Das war ein bisschen Brain-Tarte von ihm, muss ich gestehen. Hätte mal vorher, wo wir nachdenken können, was passiert, wenn man da rein... Naja, egal. Ja, ich hätte mir kein Kanal... Ich hätte mir das AP-Item geholt. Keine Ahnung, warum man sich das AD-Item holt. An sich Blitzgang mit Tränen zu spielen ist richtig, sonst ist man ziemlich useless, aber naja. Naja.
Und der Jax spielt sein Ding runter. Tipp an Jax, kauf dir nicht zwei verschiedene Items, sondern bau erstmal das... bau erstmal dein Item zu Ende, bevor du sowas machst. Hier schon. Haben wir noch bekommen und da kommt Timo. Ich mach zwei Kills und da geht's auch schon weiter. Oh, einen Schaden drückt der Timo, what the fuck. Nicht mehr feierlich. Ist echt nicht mehr feierlich. Naja, eigentlich so was raussticht. Da habe ich sie. Das fand ich ein bisschen dämlich von ihr. Da habe ich ihr das Schild verpasst. Sie hätte easy noch wegrennen können. Ach, da hat sie einen Disconnect gehabt, okay. Naja, wenn ich dann mal die Kills zu bekommen, das weil ich sie gesichert habe. Da kommt Jax rein. Ziemlich dämlich von ihm, da wir Power hatten, aber da kam noch der Rest und aua, das sieht böse aus, oder? Dann werde ich noch sinnlos geflasht, muss ich gestehen, das war dämlich. Dämlich. Ja, also am wenigsten gefallen tut mir der Blitzkrieg eigentlich und sein Bild, das ist. Ich finde es schön, dass er sich den Vision Ward kaufen wollte, hat aber nichts gebracht im Endeffekt. Sehr schön. Ja, ansonsten, die sieht farmtechnisch nach 26 Minuten aus. Also eigentlich müssten jetzt nach 26 Minuten... sollte man auf jeden Fall 200 haben. Also, Timo, okay. Timo passt. Das sind 90 vor 20 Minuten. Das sind mal 25, sagen wir mal. Passt, ist okay. Velkos liegt 10 Minuten zurück. Lucian auch fast. Bei mir ist es okay. Elise sollte eigentlich trotzdem mindestens 100 haben. Liegt also immer noch ungefähr 10 Minuten zurück. Wukong liegt 10 Minuten zurück. Syntra liegt... Der fehlen 100 Farm. Das sind 15 Minuten, die sie anderen Leuten zurückliegt. Das ist fast ein ganzes Item, was sie sich nicht leisten. Muss man mal überlegen. 20 Farm sind ungefähr 300 Gold. Bei 100 Farmen sind die 1500 Gold durch die Lappen gegangen. Das ist ein großer Stab, den sie sich hätte leisten können. Und dabei würde sie jetzt wesentlich mehr Damage drücken. Twisted Fate, da lassen wir lieber gar nicht drüber reden. Es ist logisch, dass er gegen den ADC so schlecht farmt. Am Anfang, wenn er nichts drauf hat. Also nicht mehr, viel mehr als der ADC. Daher ist das klar. Es war eine ziemlich dämliche Aktion. Kann man nicht anders sagen. Was haben wir hier noch so? Blitzcrank ist lassen wir außen vor. Und Jax hat sein Jungle Mask bis jetzt eigentlich ganz normal erfüllt für Bronzeverhältnisse. Da der sinnloseste Flash ever von Blitzcrank. Ich sterbe hier dann leider noch. Und er holt sich hier einfach mal noch zwei Kills. Das ist ziemlich geil, was er für einen Schaden hier drückt. Er hat 6-6 momentan, hat... die Abklingzeitschuhe, die ich mir auch hole, das finde ich sehr geil. Yoshumas Klinge, mit der ich ebenfalls spiele. Also ich habe schon dasselbe Bild wie er. Er ist dann doch schon sehr nach meinem Bild gegangen, was ich spiele. Ich kaufe es bloß in einer anderen Reihenfolge. Ich beginne mit Seelenessenz, mit Essenzräuber. Aus dem Grunde, dass man mega viel Mana hat, Lebensraub, also ewig auf der Lane bleiben kann. Ah, hier ein bisschen greedy vom Lucian, aber passt schon. Ist ja nichts passiert, aber Timo kriegt das auf die Fresse. So, hier der Tower, da kommt Jax. Gankt den Timo hier. Und Timo killt ihn. Tadam. 8-2 ist auf jeden Fall eine ordentliche Score. Das ist mein Timo, der was drauf hat. Und ihr seht jetzt, wie jetzt hat Timo sich's auch gekauft. Und zwar Naschroszahn, genau so hieß es.
Nashors zahlen hier beide. Er geht jetzt auch ein bisschen mehr defensiv. Mit Timo ist es auch ganz gut. Kauft sich hier noch am Ende den Rankuins Bogen oder wie das Ding heißt. Rankun, irgendwie sowas. Ich push mir die Lise währenddessen Botlane, weil ich sehe, okay, hier sind mindestens zwei Leute gewesen gerade. Drei Leute. Hier ist ja ein Wort von uns. Drei Leute, wir pushen hier durch. Da haben sie Lucy terminiert, aber das ist auch kein Ding. Die haben mir dafür jetzt einen Tower geholt. Red Buff bei uns steht da. Den könnte man eventuell machen. Man kann mal hier kurz die wischen. Also man sieht ja wirklich, die Blauen haben absolut gar keine Wische über die Map. Da ist ein bisschen vom Jungle, das war's. Wir haben hier doch schon ein bisschen mehr Wischen, was allerdings auch daher kommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Warps, die gefallen mir sehr. Solche Warps liebe ich. Und unsere Minions pushen natürlich, das heißt wir haben hier auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr Wischen. Durch die pushenden Minions, durch die Pilze, die hier im guten Abstand stehen. Sehen wir hier eigentlich alles. Hier so der Bereich ziemlich gut abgedeckt. Drake ist noch nicht ab momentan und so sieht es dann insgesamt aus. Man sieht, das ist unser Bild, das ist dein Gegner, also da ist kein großer Unterschied mehr. Einfach nur noch die Base hier, die ausgeleuchtet ist. Und das war's dann auch. Na gut. Wie sieht's geldmäßig so aus? 12,5 der Timo, 11,5 der Lucian auf der Gegnerseite. Mit 10,1 gerade mal der Jax und da ist entschieden, also hier 13k Unterschied. Ist echt heftig. Velko ist noch nicht einmal gestorben, auch sehr gut. Ich dafür umso öfter. Also, ich muss sagen, das Spiel war nicht unbedingt eine Glanzleistung von mir. Wie gesagt, Kale First Time, ich habe versucht mein Team zu schützen, hat auch bei einigen Fällen gut geklappt. Meine Ulti hat dann Teamfights wirklich gecarried. Aber ich bin meistens wirklich draufgegangen dafür. Hier meine Ulti, meine Ulti noch nicht gesetzt. Ah, habe ich glaube ich gerade keine. Kale, ja, ich habe gerade keine. Ja, der Dodge, ich konnte nichts machen in dem Moment. Ich habe ihr noch schnell meinen Speed gegeben. Lucian kümmert sich um die Dame. Und dann geht's ab. Bis den Feld, falsche Karte gezückt. Oh, da kommt er. Unsterblichkeit für ihn. Und da kriegt er. Seht ihr, also Unsterblichkeit gegeben und schon ist der Teamfight gecarried. Und da können wir dann nicht mehr viel machen. Da hielt ich ihn noch kurz vor seiner Verbrennung. Man sieht es vielleicht, da hat er gerade einen Lebensschub bekommen. Habe ich ihn kurz vorher nochmal gehealt. Bin dann ein Stück weggegangen, dass ich wieder sterbe, damit das nicht 1:1 wird. Wird's gehängt hier ein bisschen. Lalalala, ich grab irgendwie. Momentan sind es 14k Gold, die Unterschiede sind. Also es ist echt heftig. Und man kann das bei Unterschied sehen. Also der Blitzgang hat einen Kill mehr. Und zwei Assists mehr als ich. Und trotzdem habe ich 2k Gold mehr. Das liegt einfach daran, dass mein Item mir so viel Gold zwischendrin gegeben hat, dass ich einfach mal, warte mal, wir rechnen mal den Kill und die zwei Assists ab, sind 1000. Dass ich einfach mal 3000 Gold mehr als er habe. Leute, der Timo überlebt das. Lol. Ja, habe ich einfach mal 3000 Gold mehr mit meinem Item verdient. Das ist ein 3000 Gold, die Blitzkrieg auch haben könnte. Mit denen er mir auch 1k Gold überlegen wäre jetzt. Aber, naja, macht er nicht. Ich farme jetzt natürlich auch ein bisschen mit. So langsam. Und da kriegt er. Ne, hab ich einen Kill gekriegt, okay. Da hat die Elise zwischendurch den Drake gemacht. Sehr schön. So gefällt mir das. Gegnerischer ist nichts, okay, alle Buffs sind gemacht. Und der Stück-Wukong. Pilze von Timo, man hat vorhin leider nicht das, ach doch, hat man doch, das Manöver mit den Pilzen hat man gesehen, stimmt.
ja, AP Carry hier ein bisschen am Farmen. Da kommt Timo und der Flash, ne? Das war so der useless Flash, den ich je gesehen habe. Ne? Ja, wir pushen hier ein bisschen durch, Jax kommt back. Ich gehe da draußen. Bringt ihm jetzt nicht mehr viel. Timo Level 18 schon, muss man mal gucken. Gegner-Team Level 14 bis 16. Ja, so ein Level 18er macht da keinen Spaß. Tja, ich Ulti gehabt. Sie ihre Ulti mega sinnlos reingezündet. Da muss man dann einfach überlegen, wenn ich Kelly vor Ulti anschmeißt, ne? Warum zünde ich dann meine Ulti und hau sie drauf? Das ergibt doch gar keinen Sinn, weil in dem Moment ist Kelly ja vollkommen unantastbar für Schaden. Macht keinen Sinn für mich, aber okay. Vielleicht einfach aus Reflex reagiert. Ich in dem Moment glaube ich wieder tot. Ja, ich bin tot. Unser Feld, der erste Tower. Zweiten Tower haben sie sich glaube ich nicht mehr geholt jetzt. Genau, hat da Probleme bekommen. Elgras da versucht um die Ecke was zu machen, sehr gut. Und das Spiel geht noch. Anderthalb Minuten, also es wird gleich vorbei sein. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wer der Gewinner dieses Spiels sein wird. Wir gehen hier gerade alle back, Lucian macht doch kurz die Wölfe, das ist alles ganz cool. Das bietet Timo voran. Hast du was trinken? Oh, super. Und es ist auf jeden Fall ein klarer Sieg. Muss man sehen, die Gegner haben einen einzigen Tower gepusht, selbst wenn sie jetzt irgendwie zurückkommen sollten. Bringt ihnen gar nichts mehr. Die sind so eingepusht worden. Da wäre auf jeden Fall noch einer unserer Dinger durchgekommen, also unsere Angriffe, und dann wäre das gewesen. Da hätten sie nichts mehr pushen können. Das wäre absoluter Schwachsinn gewesen. Elise pinkt hier den Drake, den Baron. Oder Elise. Aber auch das haben wir dann ignoriert. Wir sind einfach durchgerannt, glaube ich. Und haben es zu Ende gebracht ohne Baron. Uzi macht da noch schnell Red Buff. Da hat sie sich gerade noch mal so den Arsch gerettet. Da kommt Velkos. Oh, und da stirbt Elise leider noch. Schade, schade. Velkos ein Triple hingelegt, nice. So, jetzt sind vier Leute hier und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das Spiel ausgeht. Nächste Minion Wave und wir haben gewonnen. Tada, da stirbt der Dings nochmal vom Velkos. Übrigens war das jetzt der Quarza, der unbestrittene, nicht angezeigte, und ja. 22k Gold Vorsprung, 38 Minuten Spiel vorbei. War kein knappes Game, das hat bis zum Ende klar dominiert von uns. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wollt ihr Champions oder sowas sehen, schreibt es in die Kommentare rein. Habt ihr Verbesserungsvorschläge für meine Commentaries, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare rein. Hier müssen wir jetzt eigentlich gleich jemanden richtig spawnen sehen. Ne, sieht man gar nicht, okay. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.